Hallo liebe Freunde, hier ist der Ralf. Wir sind heute unterwegs im Grunewald. Ja, das Jahr 2023 hält wieder mal einen Regentag für uns bereit, aber das soll uns nicht abhalten. Wir laufen jetzt los und wir haben uns heute so 11 Kilometer vorgenommen. Damit der geneigte Großstädter auch was lernt über die Natur. Ja, wir waren gerade überlegen, wann wir das letzte Mal, obwohl wir Berliner sind, im Grunewald waren. Wir sind nicht darauf gekommen. Das muss also schon ewig her sein. Von hier haben wir schon mal einen ganz fantastischen Blick auf die Sanddüne. Wald Berlin Klima, die Ausstellung im Wald, kannte ich bis heute auch nicht, aber wir hoffen, dass wir einiges davon heute zu sehen kriegen. Ja, und wie immer überrascht uns jede Wanderung mit Dingen, die wir nicht erwartet haben. Also wir dachten ja zuerst, es ist irgendwie für Autofahrer, nein, Wegweiser für die Infoinseln, die es hier gibt, wovon ich nicht genau weiß, was es ist. Die Infoinseln gehören zur Ausstellung Wald und da werden Informationen gemacht. Auf dem Schild wurde gerade erklärt, wo sich diese Infoinseln befinden und da kannst du was lernen über den Wald. Gut, dass einer von uns immer alles liest. Danke. Bitte. Wir sind hier an der Infoinsel 4 ja, und hinter uns seht ihr den Pechsee. Der Pechsee wird so genannt, weil um das Jahr 1500 hier Pech abgebaut wurde. Es handelt sich dabei um eine eiszeitliche Mulde und im Gegensatz zu seinem Namen ist das kein See, ja, sondern es ist ein Moor. Das ist hier im Grunewald sehr wichtig für die Artenvielfalt, gerade für die Insekten und Amphibien, die finden hier einen sehr schönen Lebensraum. Das ist auch gut für die Vogelwelt, weil die findet dann hier sehr viel Nahrung. Und entgegen aller Behauptungen, dass Berlin so rückständig ist, ja, hier gibt es im Grunewald eine Ladestation für die Handys. Ihr müsst nur USB-Kabel mitbringen und es wird gespeist durch Solarenergie. Hier lernen wir auch noch über was über den CO2-Ausstoß in Berlin. Ja, hier könnten wir raten, wie viel CO2 ausgestoßen wird. Dazu müsst ihr nur alle Werte auf den Holzpfeilern zusammenaddieren und dann kennt ihr das Ergebnis. Und der orangene Bereich unten ja, ist die Markierung, auf das wir bis 2050 reduzieren wollen, also auf ein Drittel des bisherigen Wertes. So, Christiane, nicht mitnehmen. Nein. Auch wenn wir neuen Wandersteine brauchen, aber
Den trage ich dir nicht. Den bräuchte ich ja einen Großeinkauf an Farbe. Wir sind hier an der Infoinsel 10 und hier sind die Bäume blau markiert. Und die Blaumarkierung bedeutet, so viele Bäume bedarf es, um den CO2-Gehalt, den ein Berliner so erzeugt, wieder zu, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, zurückzuführen in Sauerstoff. Wir sind hier am Infopunkt 11 und da könnt ihr viel Wissenswertes über Holz erfahren. Da sind wir schon am Grunewaldturm, dem Wendepunkt unserer Wanderung. Für alle, die nicht so gut zu Fuß sind, ihr könnt den Grunewaldturm auch über den Bus 218 erreichen. Liebe Freunde, wir haben beschlossen, heute hängen wir noch eine Ecke dran. Ihr habt gesehen, wir sind jetzt nochmal runter zur Havel und sind jetzt am Havelhöhenweg. Wird also eine etwas längere Wanderung, auch wenn es ungeplant ist. Und wir werfen mal einen Blick auf die Havel. Der Havelhöhenweg heißt Höhenweg, weil es hier schön Höhenmeter gibt. Und ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ist ja ein halber Klettersteig mit den ganzen Wurzeln hier. Da freue ich mich doch. Wir sind zurück im Grunewald von dem Abstecher zum Havelhöhenweg. Und wir sind an der Infoinsel 1, die uns informiert, dass die Berliner Wälder umgebaut werden und fit gemacht werden für die Zukunft. Leider hat es wieder angefangen zu regnen. Und hier gibt es einen Blick in den Wald. Und ich glaube, wir haben Glück. Die Waldfee ist hier. Oh, die Waldfee. Ich hätte gedacht, der Waldschrat, aber okay, ich habe mich getäuscht. Sei nicht so frech. Bezückende Waldfee, kommen Sie doch zu mir. So, hier im Wald geht's hoch hinaus, ist aber nicht für unsere Miniserie gedacht. Infoinsel 2. Der Wald braucht Pflege, um das herauszufinden, soll ich mal hier hoch. Da erwartet mich schon jemand. Die bezückende Waldfee ist vor mir. Was haben die Menschen in Berlin von einem gut gepflegten Wald? Na, nicht nur Erholung. Mach schon aus. Erkennen Sie den Unterschied? Was für einen Unterschied soll ich hier erkennen? Ich würde hier einen unaufgeräumten Mischwald erkennen. Und dann muss ich vielleicht mal da hochgehen, um die andere Art des Waldes zu finden. Auf dieser Seite erblicken Sie den deutlich helleren, luftigeren Baumbestand. Okay. Das heißt also, wir befinden uns jetzt auf der Seite, wo der Wald schon gepflegt wurde und fit gemacht wurde für die Zukunft. Und der erste Blick vorhin, da muss noch einiges getan werden. Der Regen der letzten Tage hat ja auch seine Spuren hinterlassen. Ganz schön schmodderig. Ich leider immer wieder vergesse. Ja, wir sind hier im Grunewald. Und ich denke immer, Berlin ist Topf eben. Aber da kommt schon der nächste Berg.
Wir sind jetzt an der Badestelle am Teufelssee. Und was soll ich euch sagen? Hier sind schon Leute, die baden schon. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ kalt ist. Wir probieren es mal. Ich würde hier noch nicht ins Wasser gehen. Aber ich bin auch ein Weichei. Und im Hintergrund sehen wir auch den Teufelsberg. Wir sind zurück an der Sandgrube. Ja, das heißt, es geht nur noch geradeaus zurück bis zum S-Bahnhof. Unsere Wanderung ist also nicht mehr allzu lang. Es war eine sehr schöne Wanderung, wieder viel gesehen, viel erlebt. Ich hoffe, euch hat die Wanderung auch so schön gefallen wie uns. Ja, wir waren überrascht, dass wir so viel gesehen haben und so viel Informatives gelernt haben. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schreibt mir fleißig Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ja, und bis dahin, ciao, liebe Freunde. Unterwegs mit Reis.